Sheriff! Sheriff! Hey, Sheriff! Die sind gleich hier! Wach doch auf, die Dollarbande, wach auf! Weißt du... Entschuldige, Sheriff. Aber ich glaube, es geht wieder los. Ich dachte, es wäre schon nach 12, aber es ist erst... Es ist genau 14 Minuten vor 12. Wir müssen was tun. Die sind gleich hier. Mag sein, dass du recht hast. Bestimmt wieder die Bank ausrauben. Vielleicht wollen sie auch zum Friseur. Die sind schon in der Stadt. Ich werde den Paar in den Hintern verpassen, dass sie demnächst noch zu Fuß gehen werden. Aber Sheriff, ich weiß was viel Besseres. Du weißt das doch noch. Ich meine mein Buch. Du kannst den doch nicht mit dem Buch ein Paar in den Hintern verpassen. Ach, das meine ich doch nicht, Sheriff. Das Buch und die Verkehrszeichen, die ich aus der großen Stadt habe. Ach, du meinst dieses Buch mit den bunten Bildern? Ja, genau. Das sind Verkehrszeichen. Verkehrs was? Verkehrszeichen. Verkehrszeichen. Hey, Derek. Sind denn auch genug Moneten auf der Bank? Was denkst du denn? Wenn das nicht ein großes Ding wird, fresse ich meinen Hut. Kapiert? Du musst es wissen, Boss. Verdammt. 12 Minuten vor 12. Dann hat die Bank ja noch auf. Wir haben nur noch 12 Minuten. Komm schon, Sheriff. Schnell, Sheriff, komm. Hoch mit den Tüchern und rein in die Bank. Alles klar? Klar. Also los. Der Kassierer kann schon mal einpacken. Ja, nachsehen werden wir später. Niemand da. Hey, Boss, kein Mensch da. Halt's Maul. So soll's sein. Kein Mensch da. Los jetzt. Los. Was stör ich denn da? Dieser Mensch macht mich wahnsinnig. Womit habe ich das verdient? Mein Herz, mein Herz, mein Herz. Du bringst mich doch ins Grab. Wohin denn nur? Ins Grab! Halt! Auch mal wieder da, die Dollarbande. Ich freue mich richtig, euch wiederzusehen. Wollt ihr wieder mal zur Bank, ja? Runter mit den Tüchern und hört mal! Ich hab euch da noch was zu sagen. Was gibt's denn zu sagen? Wir haben keine Zeit, uns deine Geschichten anzuhören. Die interessieren uns nicht. Nein, danke. Ich verstehe. Ich mache es so kurz wie möglich. Nur... 2 Minuten. 3. Ja, 3 Minuten. Seht ihr diesen Teppich da? Der interessiert uns doch nicht.
Sieht aus wie Sträflingsstreifen. Nein, vielen Dank. Seid ruhig, sonst dauert's noch länger, ihr Anfänger. Also hört mal, das sind keine Sträflingsstreifen. Das sind Gazellen. Zebra. Zebrastreifen. Und, was ich damit sagen will, ist, Hank, komm her. Du kannst das viel besser erklären. Also mach. Dann wollen wir mal. Dieses Zeichen heißt, wenn man die Straße überqueren will, von einer Seite zur anderen, dann macht man das so wie auf dem Schild hier. Wenn man also über die Straße will, darf man das nur an dieser Stelle hier. Oh. Du sagst es. Na, was wollt ihr denn? Das haben wir doch gemacht. Ja, das habt ihr. Aber ihr seid nicht über die Zebrastreifen gegangen. Wir wollten den schönen Teppich nicht schmutzig machen. Nein, das wollten wir nicht. Haltet die Klappe und hört zu. Zuhören. Ja, ja, genau. Don, was siehst du auf diesem Zeichen? Mann im Gefängnis ist doch ganz einfach. So ein Blödsinn. Sieh gefälligst richtig hin. Es zeigt einen Mann, der über die Straße geht, auf einem Zebrastreifen. Richtig. Du lernst sehr schnell. Und was soll dieser ganze Humbug bedeuten? Das ist ganz einfach. Wenn ihr sicher über die Straße wollt, dann... dann müsst ihr den Zebrastreifen benutzen und Kutschen und Pferde werden stoppen, weil sie eben stoppen müssen. Und niemand kann uns mehr aufhalten? Auch der Sheriff nicht? Auch nicht der Sheriff. Was haltet ihr denn davon, Leute? Die Zebrastreifen sind zu eurer eigenen Sicherheit da. Wartet mal. Es ist jetzt genau 12. Ihr könnt jetzt gehen. Hey, wartet mal. Na? Ja. 1, 2, 3, 4. Erstmal sehen wir nach links und dann sehen wir auch noch nach rechts. Und nochmal nach links. Und dann gehen. Und auch dabei nach links und rechts umsehen. Die klemmt. Die klemmt? Hm? Verflixt. Die Bank ist geschlossen. Guck drauf, Schild. Was? Yes.